Zum ersten Mal im großen Leben. Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Festvortrag und Podiumsdiskussion im Rahmen der 25-Jahr-Feier des Vereins Brückenpfeiler. Mein Name ist Gabriele Adelsberger, ich bin stellvertretende Obfrau und ich darf euch und Sie durch den heutigen Abend begleiten. Ich möchte starten mit, wir haben Grußworte bekommen zu unserem 25-jährigen Bestehen vom Magister Karl Schiefermeier, der ist der Oberkirchenrat der Evangelischen Kirche in Österreich. Und ich möchte gerade einen Auszug dafür vorlesen, weil er schreibt, mit 25 ist man nun wirklich endlich erwachsen. Es drohen keine Kinderkrankheiten mehr oder Adoleszenzstörungen mehr und man kann sich der vollen Entfaltung seiner Anliegen widmen. Im Juni 2011 wurde die Schule von der Kirchenleitung als konfessionell geführte Schule genehmigt. Da war sie 5, aber schon schulreif, so wie es für die Montessori-Kinder üblich ist. 2012, bei der Eröffnung des Haus der Kinder in der Bonzlatter Straße, haben wir gesungen: Alles muss klein beginnen, lass etwas Zeit verrinnen, es muss nur Kraft gewinnen und endlich ist es groß. Diese Botschaft des Liedes gilt im Besonderen bis heute. Es hat seine Zeit gebraucht, die Visionen einer anderen Schule zu entwickeln, zum Reifen zu fördern, zu einer Stabilität und Stärke zu bringen. Die Grußworte vom Oberkirchenrat Schiefermeier. Ich glaube, das sind schöne Gedanken, um in den heutigen Abend gemeinsam zu starten. Schön, dass ihr da seid und dass ihr euch Zeit genommen habt, mit uns auch diese 25 Jahre mit dem Blick in die Zukunft feierlich zu begehen. Wir als Verein Brückenpfeiler, als Bildungsträger, verstehen uns seit 25 Jahren jetzt mittlerweile als verlässlicher und kompetenter Partner für das Land Tirol und für die Stadt Innsbruck. Aber insbesondere verstehen wir uns als ein Ort für die Kinder und Familien von 1,5 Jahren bis 15 Jahren und unabhängig, woher sie kommen, welchen sozialen Hintergrund sie haben und welche finanziellen Möglichkeiten ihnen zur Verfügung stehen. Wir stehen seit 25 Jahren für Bildungsvielfalt und für Diversität in Tirol und für die Entwicklung von Kindern und können eigentlich diesen hohen Anspruch, den wir an uns selber stellen, nur einlösen, indem wir Menschen haben und indem sich Menschen bei uns in der Gemeinschaft einbringen, die mit Herzblut und viel Professionalität in 25 Jahren wirklich einen Ort, ja, der Bildung und der Gemeinschaft geschaffen haben. Das sind in erster Linie natürlich auch die Mitarbeiter, die Pädagogen, aber die Mitarbeiter auch in der Küche, in der Reinigung, alles, was drumherum ist. Das sind aber auch natürlich die Eltern, weil wer schon lange dabei ist beim Verein, weiß, wie viel, dass es nur so gut hat wachsen hat können, dass sich die Eltern auch so stark eingebracht haben. Ja, und am heutigen Tag sind wir eigentlich auch ein bisschen stolz. Ich glaube, alle, die wir da sitzen und im Geiste ideell, aber auch mit ihrer Zeit und mit ihrer Kompetenz dazu beitragen, dass man in diesen 2,5 Jahrzehnten etwas geschaffen haben und wir blicken mit ganz viel Zuversicht und mit ganz viel Lust am Gestalten in die Zukunft. Ja. Und natürlich haben wir ein bisschen überlegt, wie wollen wir dieses Jubiläum auch begehen. Ja. Wir wollen nicht viel in die Vergangenheit schauen, wir wollen in die Zukunft schauen. Und dazu wird uns heute der Gernot Cannolini von seinen Erfahrungen berichten in unserem Festvortrag. Und dann haben wir Experten eingeladen, die mit uns diskutieren und in die Zukunft blicken wollen. Ja, was braucht denn eine Bildung der Zukunft? Ja, was braucht denn eine Schule? Aber welche Rolle nehmen auch Eltern und Pädagoginnen dort ein? Ja, es soll ein spannender Abend werden. Schön, dass Sie da sind. Wir haben ja sozusagen eine Konkurrenzveranstaltung dann ab 21 Uhr. Aber ich glaube, die Zeit ist gut investiert. Ja, und jetzt würde ich sagen, schenken wir
dem Gernot einen ganz herzlichen und warmen Applaus. Wir freuen uns sehr, Gernot, auf deinen Vortrag, auf deine Gedanken. Mit dem Blick auf Bildung, wir denken ja Bildung immer von Kinderkrippe, Kindergarten und Schule. Ja? Und ich glaube, das ist auch schon was Einzigartiges, was wir da in Tirol haben und worauf wir stolz sein können. Gernot, wir freuen uns auf deine Gedanken. Danke, Gabriele. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an alle. Und ich freue mich, dass ich heute hier stehen kann, um diesen Festvortrag zu halten zu 25 Jahren Verein Brückenpfeiler, der hier in den Kellerräumen hier schräg unter uns gegründet worden ist als Verein und der von hier aus seinen Weg genommen hat mit vielen Auf und Abs und vielen interessanten Erfahrungen und Erlebnissen. Begonnen hat es, als unsere älteste Tochter Hanna 3 Jahre alt wurde und meine Frau Uli und ich uns überlegt haben, welchen Bildungsweg wir uns für unsere Kinder wünschen. Wir haben über unsere eigenen Erfahrungen als Schülerinnen und Schüler diskutiert und wir waren beide junge Lehrerinnen und Lehrer und haben gesprochen, wie wir uns das Unterrichten so vorstellen. Und dann haben wir uns auch Literatur besucht und als erstes Rebecca und Maurizio Wild gelesen und dann später die Bücher über Maria Montessori. Und das hat uns fasziniert und bewegt. Kinder frei zu lassen, sie selbst lernen zu lassen, sich von ihrer Neugier und von ihrem inneren Lehrmeister leiten zu lassen und dann auch noch von allem Lob und Tadel Abstand zu nehmen. Das klingt sehr gut. Genau das hätten wir uns für uns selbst gewünscht und wünschen uns jetzt für unsere Kinder. Wo gibt es in Innsbruck einen Montessori-Kindergarten? Wo eine Montessori-Schule? War damals unsere Frage. Da und dort ein wenig von dieser Idee, aber so eine richtige Montessori-Einrichtung gab es nicht. Wir erfuhren, dass es in Österreich grundsätzlich möglich ist, eine private Schule zu gründen und jetzt war es an uns zu entscheiden, ob wir bereit wären, die ganze Arbeit der Organisation, Finanzierung, die pädagogische Fundierung, das ganze Riesenmanagement ehrenamtlich auf uns zu nehmen. Und wir haben uns damals gemeinsam mit 4 weiteren Familien, der Familie Holl, Familie Zehenter, Familie Menges, und Familie Reitlinger und nach uns noch vielen anderen Familien dafür entschieden und Montessori Innsbruck, das Kinderhaus und die Schule 1996 gegründet. Unsere Aufbauarbeit hat uns dabei viel abverlangt, aber rückblickend können wir sagen, dass es sich gelohnt hat und dass etwas zum Vorschein gekommen ist, das wir uns ersehnt und erhofft hatten. Manchmal, wenn ich heute durch die Einrichtungen gehe, dann kommt es mir so vor wie in einem Bienenstock. Es summt und brummt, alles ist in Bewegung irgendwie, jeder hat zu tun, es ist nie ganz still und es schwebt so ein ganz bestimmter Grundton im Haus. Man hört immer Stimmen, Gelächter, manchmal wird es sogar richtig laut. Aber fast immer herrscht so eine gewisse Stimmung des Werkelns und Arbeitens. Natürlich gibt es auch bei uns manchmal Momente von Stress, Frustration oder Konflikten, die auf einmal überschwappen und alle irgendwie beschäftigen und bewegen. Aber dann gibt es immer wieder diese magischen Momente, die mich und andere oft glücklich gemacht haben, weil wir erlebt haben, mit welcher Freude und Begeisterung, mit welcher Kreativität und mit welchem Engagement Kinder lernen und ihre Erfahrungen machen. Für mich als Lehrer ist dabei ein Zitat von Maria Montessori zum Leitspruch geworden. Es ist wie ein Stern, dem ich folge, ein Ziel, auf das ich mich ausrichte. Auch wenn ich trotz meines Alters weiß,
dass ich dieses Ziel noch lange nicht erreicht habe. Der Lehrer muss das Kind, das arbeitet, respektieren, ohne es zu unterbrechen. Er muss das Kind, das Fehler macht, respektieren, ohne es zu korrigieren. Er muss das Kind respektieren, das sich ausruht und das den anderen bei der Arbeit zusieht, ohne es zu stören, ohne es anzurufen, ohne es zur Arbeit zu zwingen. Der Lehrer muss seine Gegenwart das Kind spüren lassen, das sucht, und sich verbergen vor dem, das gefunden hat. Als Lehrerinnen und Lehrer alles vorzubereiten, alles einzurichten, alles da zu haben, was das Kind braucht, gute Einführungen, gute Darbietungen zu kennen und sich dann in diese begleitende Position zurückzuziehen, ist eine große Herausforderung. Aber nur so entwickelt das Kind diese gewünschte Eigenaktivität und Initiative. Nur so geschehen Dinge, die man nie hätte planen können. Nur so kommt es zu dem Ziel, das Maria Montessori so formuliert: Das Ziel ist der freie, aktive, disziplinierte Schüler. Denn das Kind wächst, es will wachsen. Es lernt, es übt, wie von selbst, dem inneren Antrieb folgend. Aus den vielen Jahren der Erfahrung und der täglichen Praxis als Leiter der Schule haben sich bei mir 5 Einsichten in den letzten Jahren herausgeformt. Erstens, wir müssen die Entwicklung des Menschen verstehen und ihr vertrauen. Maria Montessori hat gesagt, beobachtet das Kind. Schaut, wie es wächst, hört hin, was es sagt, findet heraus, was es braucht und macht dann einen Plan. Und nicht davor. Beobachten ist eine Zentralkompetenz der Wissenschaft. Zuerst müssen wir forschen, bevor wir wissen, was wir tun sollen. Maria Montessori war Wissenschaftlerin, sie war Ärztin. Sie hatte einen wissenschaftlichen Blick und einen wissenschaftlichen Anspruch. Durch das Beobachten ist sie zu folgenden Erkenntnissen gekommen. Kinder lieben große, lange Arbeiten. Kinder lernen in altersgemischten Gruppen besser und schneller. Kinder brauchen weder Lob noch Tadel. Sie brauchen keine Noten. Sie lernen weder mehr noch besser durch Benotung. Wir alle wissen, dass ein gewaltiger Umbruch in biologischer, psychischer und sozialer Hinsicht in der Entwicklung des Menschen mit 12 Jahren geschieht. Das 13. ist ein sehr spezielles Jahr, in dem man ganz anders mit Jugendlichen umgehen muss als zu allen anderen Zeiten. Normale Schule mit 13 funktioniert nicht. Da braucht es etwas, das auf genau dieses Alter und genau auf die Entwicklung des Menschen in dieser Zeit eingehen kann. Deshalb hat Maria Montessori für dieses Alter ein eigenes Konzept entwickelt, den sogenannten Erdkinderplan. Anders gesagt, entwicklungspsychologische und bildungswissenschaftliche Erkenntnisse müssen rasch und konkret in die Praxis eingespielt werden. Wissenschaft muss wirksam sein und wir müssen unsere Arbeit an jede fundierte Erkenntnis anpassen. Meine erste Einsicht lautet daher: Beobachten, lesen, forschen, der Wissenschaft zuhören und dann einen Plan machen. Zweitens, Kinder können es, sie wollen es und sie machen es. Man kann ihnen etwas zutrauen. Man kann ihnen Verantwortung übertragen.
Man kann ihnen vertrauen. Es ist oft so, gerade wenn man mit 12, 13, 14-jährigen Kindern arbeitet, dass man das Gefühl hat, gar nichts funktioniert gerade. Und trotzdem, wenn man sich zurücknimmt und schaut, was ist das Ergebnis des Tages, hat es doch funktioniert. Und sie haben vieles erreicht und geschafft, was man sich gewünscht hat. Aber es muss auch ein sorgsamer Rahmen gesteckt sein. Jeder Mensch und vor allem auch jede Gemeinschaft braucht eine Struktur, ein Haus, Material, einen Zeitplan, Regeln. Aber das, was dann wächst, macht das Kind und nur das Kind. Dieses Vertrauen wird immer belohnt. Ich sehe mich deshalb selbst nicht so sehr als Belehrer, sondern lieber als Professor. Denn das heißt übersetzt Bekenner. Gerne sehe ich mich selbst auch als Erzähler. Und noch ein Begriff gefällt mir ausnehmend gut: das Bild des Gastgebers. Meine zweite Einsicht lautet daher: Vertrau dem Kind und sei ein guter Gastgeber. Jeder Mensch und natürlich jedes Kind hat seine eigene Art, sein Tempo, seine Stärken und seine Schwächen. Wir alle sind auf die eine oder andere Weise genial und einzigartig. Ich konnte mir anfangs einfach nicht vorstellen, jedes Kind individuell zu behandeln, wenn eine Gruppe von 20 Kindern vor dir sitzt. Doch es geht. Maria Montessori hat ihre Methode danach konzipiert und wer sie gut verinnerlicht hat, weiß, dass sie funktioniert. Inklusion breit angelegt ist möglich. Auch das Einbeziehen sehr besonderer Kinder kann gelingen. Viel meiner Freude und Motivation beziehe ich auch aus diesen besonderen Kindern. Zu sehen, wie das Leid verschwindet, wie sie wieder aufatmen und sagen, ich bin so dankbar, in diese Schule gehen zu können. Meine dritte Einsicht lautet: Sehe jeden und jede in seiner und ihrer Besonderheit. Viertens, es gibt immer eine gute Idee. Wir haben in unserer Einrichtung ca. 120 Kinder und 20 großteils in Teilzeit arbeitende Pädagoginnen. Immer wieder tauchen Ideen auf. Die Kinder sollten ihre Jause selber herrichten und wir sollten auch gemeinsam kochen. Denn die Küche ist ein Ort des Lebens und der Kommunikation. Warum soll in einer Schule nicht auch der Küchentisch der Mittelpunkt des Hauses sein? Ah, wir sollten einen Schulladen führen, damit die Kinder die Wirtschaftsregeln verstehen. Wir sollten Tiere halten, damit die Kinder die Nutztierhaltung und die Ökokrise verstehen. Habt ihr schon einen Artikel über die Aktivitätsphasen von Kindern gelesen? Wir sollten mit der Schule später anfangen, um 9 zum Beispiel, oder für den Anfang mal um 8:30. Wir müssen mit der Kunstgruppe zur Ars Electronica und mit der Geschichtsgruppe nach Berlin. Leute, ich brauche 3 Tage nur für Biologie, mache ein Waldprojekt. Und ich brauche eine Gruppe für das Theater. Könnt ihr Englisch und Mathe nächste Woche so komprimieren, dass viele Stunden ihr mir überlassen könnt? Montessori Innsbruck ist so aufgesetzt, dass wir sehr rasch reagieren, probieren, umsetzen, verändern können. Wir haben unser ganzes Organisationssystem auf flache Hierarchien, viel Kommunikation, dynamische Teams und ein starkes, unterstützendes Sekretariat aufgebaut. Meine vierte Erkenntnis lautet: Sei und bleib offen und dynamisch oder, um mit Martin Luther zu sprechen, semper reformanda, ständig erneuern, lass Reformation immer und ununterbrochen stattfinden. Fünftens, wir sind nicht auf einer Insel. Wir sind eine Montessori-Einrichtung im Jahr 2021 in Innsbruck.
Österreich. Deshalb sind wir vernetzt in einer Bildungsregion und die Kontakt zur Bildungsdirektion ist uns wichtig. Wir sind verbunden mit der österreichischen Montessori-Gesellschaft und der Association Montessori International. Wir sind vernetzt mit der evangelischen und der katholischen Kirche, der Universität, den pädagogischen Hochschulen und den Museen. Immer wieder besuchen uns Studenten, wir bilden aus, wir machen Vorträge. Und wir setzen uns in der Stadt aktiv ein. Ein Beispiel ist unsere Friedensarbeit. Wir veranstalten ein jährliches Friedenskonzert und eine Ausstellung zum Friedensnobelpreis. Auch die Globalisierung erreicht uns immer konkreter und drängender. Die Themen der Welt sind wichtig und betreffen uns immer direkter. Von klein auf muss das Bewusstsein der Verantwortung wachsen, dass wir nicht nur in einem Land, sondern auch auf einem Planeten eingewurzelt sind. Ich bin überzeugt, dass wir hier als Bildungseinrichtung einen Auftrag haben, der in seiner Bedeutung nicht groß genug eingeschätzt werden kann. Wir müssen dringend und umfassend, kosmisch, im Sinne von alles hängt mit allem zusammen, erziehen. Die fünfte Einsicht lautet: Wir sind ein aktiver Teil der Gesellschaft und der Bildungslandschaft, die nicht nur in der Zeughausgasse täglich Kinder begleitet, sondern in einer Stadt, einem Land, einer Zeit, einer Kirche, einer Gesellschaft und letztlich auf einem Planeten beheimatet ist. Vor vielen Jahren hat einmal ein Lehrer zu mir gesagt, wenn du in Österreich etwas aufbauen willst, stell dich schon mal auf 25 Jahre ein. Die sind nun geschafft. Nun liegen die nächsten 25 Jahre vor uns und wir stehen dabei vor besonderen Herausforderungen. Die Welt ändert sich rasch. Vieles wird digitalisiert. Eine neue Kultur einer von Apps gesteuerten Welt entsteht. Künstliche Intelligenz wird entwickelt. Und gleichzeitig stellt sich die Frage, was darf alles sein und was darf eigentlich nicht sein? Welche Ethik gibt uns noch einen Rahmen, dem sich alle oder zumindest viele verpflichtet fühlen? Was fordert von uns, vom Erwachsenen, vom Pädagogen, aber auch vom Kind Antwort und Verantwortung? Welchen Wandel sollen wir fördern? Welchem widerstehen? Das zu beantworten, werden die Aufgaben sein für die nächsten 25 Jahre. Ich wünsche den Jungen unter uns dazu alles Gute und uns Älteren wünsche ich, dass wir die Jungen bestmöglich darin begleiten, fördern und unterstützen. Vielen Dank. Gernot, du hast uns jetzt schon den Ausblick gegeben für die anschließende Diskussion. Wir wollen jetzt fünf Expertinnen aus der Wissenschaft und aus der Praxis auf die Bühne holen, um mit uns zu diskutieren, was Bildung im Zeitalter der Transformation bedeuten kann und wie Bildung auf diese Megatrends Digitalisierung, Individualisierung, Inklusion, Ethik und Globalisierung reagiert. Jetzt bauen wir kurz um und dürfen Sie auf die Bühne bitten und dann starten wir mit unserer Diskussion in 30 Sekunden. Bleiben Sie sitzen.
runternehmen für die Diskussion, wenn Sie sich damit wohlfühlen. Fein. Ja, ich habe ja schon gesagt, wie wollen wir diese 25 Jahre begehen? Und natürlich, das Zentrale sind die Kinder und die fehlen heute. Wir hätten eigentlich normalerweise vorgesehen gehabt, morgen das zweite Friedenskonzert zu machen. Das ist aufgrund der Corona-Maßnahmen oder Regelungen jetzt nicht möglich. Das wird im Herbst nachgeholt. Das war im März 2020 noch eine der letzten, der Gernot hat vorher gesagt, 220 Menschen waren da herinnen, Kinder, die gesungen haben, und es war ein ganz toller Abend. Das war eine Woche vor dem Lockdown, das hat nochmal ein bisschen Kraft gegeben. Gut, ist der Gernot? Ah, der ist gerade das Wasser holen. Aber ich darf Sie jetzt schon mal vorstellen, weil wir haben den Titel gewählt für den heutigen Abend: Bildung im Zeitalter oder in Zeiten der Transformation. Gernot, magst du Platz nehmen? Und jetzt darf ich vorstellen, wer diese Diskussion und diesen Abend mit Ihren Gedanken heute füllen werden. Fein, dass Sie Zeit nehmen, Magister Olivier Dantine, Superintendent der Evangelischen Kirche in Salzburg und Tirol. Fein, dass Sie da sind. Dann begrüßen wir die Frau Professor Magister Elisabeth Haas, PhD. Sie ist Leiterin des Instituts für pädagogische praktische Studien und Schulforschung an der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule Edith Stein. Schönen guten Abend. Dann begrüßen wir Magister Dr. Werner Mayer, Leiter des Pädagogischen Dienstes der Bildungsdirektion Tirol. Fein, dass Sie da sind. Ja, und Professor Dr. Thomas Hoffmann, Professor für inklusive Pädagogik und stellvertretender Leiter des Instituts für Lehrerbildung und Schulforschung, Universität Innsbruck. Schön, dass Sie da sind. Ja. Wir werden jetzt mit der Diskussion starten, aber ich werde ab einem gewissen Zeitpunkt einfach auch, lade euch auch ein, Fragen, die jetzt in der Diskussion entstehen, dann auch zu stellen, damit wir auch hier in einen Austausch kommen. Gut, ja, Bildung im Zeitalter der Transformation. Also Transformation beschreibt ja eigentlich diesen grundlegenden Wandel der Gesellschaft, der in vielen Bereichen unseres Lebens ja spürbar wird. Ja, so. Und dieser Wandel wird ja getrieben insbesondere durch die Digitalisierung. Da werden wir vielleicht heute auch nochmal drüber reden, was heißt denn das? Sind das jetzt diese Apps oder ist das vielleicht noch mehr? Und durch eine globalisierte Welt, durch die neuen Sichtweisen der Ethik und durch den Wunsch der Inklusion und der Individualisierung. Und bevor wir darüber reden, ja, was heißt denn Schule und Bildung jetzt in diesem Transformationszeitalter, möchte ich Sie fragen, welchen Wandel sollen wir denn anstreben? Weil es heißt immer, wir sind in einem Wandel, aber wohin soll denn dieser Wandel aus Ihrer Sicht gehen? Wohin soll denn unsere Gesellschaft, insbesondere die Bildung, sich denn hinentwickeln? Herr Superintendent, darf ich Sie bitten aus? Ja, zunächst mal schönen Abend. Danke für die Einladung. In dieser illustren Runde fühle ich mich noch am wenigsten als Experte für Bildung. Wenn dann als einer, der sich Gedanken macht zu religiöser Bildung, selbstverständlich, und auch natürlich im Schulbereich. Und die Frage, welchen Wandel wir anstreben sollten, ist für mich eine fast zu große Frage, weil die Frage ist, ob das nicht eine Überforderung ist, sozusagen einen Wandel anzustreben. Wandel geschieht, es wird wohl darum gehen, Wandel zu begleiten. Und da gehe ich einmal, wenn die Digitalisierung angesprochen wurde, gehe ich einmal jetzt davon aus, was ich an der Digitalisierung sozusagen an problematisch finde.
nicht alles finde ich problematisch, aber sozusagen von dieser Problemorientierung ausgehend. Wenn ich gerade so in den letzten 1,5 Jahren Diskussionen erlebe, und selbstverständlich haben sich Diskussionen vor allem natürlich im digitalen Raum abgespielt, in sogenannten sozialen Medien, dann ist für mich die Frage, wie kommen wir weg von dieser Kultur der Echoblasen? Also, dass wir sozusagen uns im Diskurs einfach nur um uns selbst drehen und um unsere eigene Meinung. Und wie kommen wir auch von diesem digitalen Denken weg? Das digitale Denken, das ist durchaus, also ob das zufällig ist, weiß ich nicht. Aber digital heißt ja, es gibt nur 0 und 1 und das ist in manchen Diskussionen eben auch genauso zu spüren. Es gibt nur sozusagen 100 und 0 und keine Graubereiche mehr. Also das ist sozusagen hier, gerade so in vielen Diskussionen, die es gegeben hat, zu spüren. Wie kommen wir da raus? Wie könnten wir den Wandel da begleiten? Wenn ich jetzt aus christlicher Sicht sehe, was ist aus reformatorischer Sicht ein Bildungsideal, dann ist klar, dass das Ziel ist oder sozusagen die Orientierungspunkt, die Bildung der Gottebenbildlichkeit des Menschen oder säkular gesprochen der Menschenwürde, die Menschenwürde ist. Also wie kann dieser Transformationsprozess so begleitet werden, dass dieser Orientierungspunkt nie verloren geht und immer im Blick bleibt? So würde ich meinen Einstieg in diese Frage wählen. Ja, ich lade Sie ein. Wo soll der Wandel hingehen? Sind Sie der Meinung von einem Superintendenten, dass fast die Frage zu groß ist, oder? Ich bringe jetzt meine Erfahrung ein, nach einem Jahr Corona und voll in der Digitalisierung. Unsere Studenten, sie werden also Lehrerinnen und Lehrer, haben das jetzt erlebt. Sie haben also Unterricht selber in dieser digitalen Welt erlebt. Sie haben auch mit Kindern gearbeitet in dieser digitalen Welt. Und wir erleben jetzt, dass es den Studierenden und uns allen, die wir mit den angehenden Kolleginnen und Kollegen arbeiten, dass es uns ganz wichtig ist, dass wir wieder in eine Interaktion, nämlich in eine direkte Interaktion treten. Und dass es braucht Beziehung, um eben auch einen Transformationsprozess anzuleiten und in einen Transformationsprozess zu kommen. Also ich sehe hier eine große Chance, jetzt auch wieder zu erkennen, Digitalisierung ist wichtig und wir brauchen sie und steht außer Frage, aber wir brauchen eben auch die Beziehung. Und das lernen wir jetzt aus diesem Jahr ganz intensiv. Entschuldigung, ja. Ja, danke. Ja, ich sehe das so. Wir sind zuständig für 91.000 Schüler in Tirol und 12.000 Lehrer. Das heißt, wir sind eigentlich ein sehr großes Unternehmen, wenn man so möchte. Auch mit dem Umsatz sind wir eigentlich das größte Unternehmen Tirols. Und genau dort sehe ich auch den Ansatzpunkt des Wandels. Schule, Bildung wird seit vielen, vielen Jahren inzwischen sehr neoliberalistisch gesehen. Das heißt, wo ist Schule nützlich? Dann, wenn ich jemanden heranbilde in einem ganzen engen Segment und dort macht er exzellente Arbeit. Ja, das ist ein Element, mit dem natürlich zugegebenermaßen Wirtschaft sehr gut leben kann. Ich glaube, dass wir sehr aufpassen müssen und doch irgendwo wieder uns ein humanistisches Bildungsideal in die Gedanken rufen müssen. Sozusagen, es geht nicht nur um, wann ist ein Mensch nützlich oder unnützlich, weil dann wird es auch relativ rasch ethisch sehr gefährlich, sondern es geht darum, was ich mir wünsche in diesem Wandel, dass wir wieder sehr viel stärker in den Mittelpunkt stehen. Wir müssen junge Menschen, die auch noch in jede Richtung sehr bildsam sind, und es kann manchmal auch negativ sein, zu kritischen, selbstbewussten Menschen, und ich traue mir das Wort schon noch zu sagen, erziehen oder sie bei der Erziehung
zumindest zu begleiten, so dass sie, und damit sind wir wieder mitten in der Digitalisierung, ganz einfach, flapsig gesprochen, nicht alles glauben, was man im Internet liest. Ich glaube, dass da, das fängt bei ganz einfachen Beispielen an. Bildungsstandards sind für mich wichtig. Es war vorher im Festvortrag, wir müssen forschen, wir müssen hören, was passiert. Aber Bildungsstandards, Ergebnisse einer Schule sind ein ganz, ganz kleiner Parameter, der gut oder schlecht sein kann. Aber darauf rückzuschließen, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Schule ist, hielte ich für höchst gefährlich. Das heißt, ich glaube, wir müssen einfach auch, um so für mich zunehmend diese, ich nenne das halt einfach immer emotionale Kälte, wieder etwas in Wärme zu verwandeln, ganz einfach schauen, wo ist denn das menschliche Ideal, das Humanistische in einem Menschen, weil ab und zu habe ich leider Gottes, und ich traue mir das auch als Vertreter einer Organisation zu sagen, die dafür verantwortlich ist, ich glaube, dass wir manchmal das Gegenteil bewirken. Herr Professor Hoffmann, Sie sind ja der Experte für die Inklusion heute hier. Ja, ich möchte mich auch nochmal herzlich bedanken für die Einladung und auch für den faszinierenden Vortrag, den ich eigentlich gern noch weiter gelauscht hätte. Der war, finde ich, viel zu kurz. Da wurde, finde ich, schon einiges wirklich Entscheidendes auch gesagt. Bei der Frage nach dem Wandel geht es mir ähnlich wie meinen Mitdiskutantinnen, Diskutanten hier, dass die Frage, welchen Wandel wollen wir, glaube ich, schwer zu bestimmen ist. Mir ist so spontan, als Sie das vorhin gefragt haben, Leo Tolstoi, der russische Schriftsteller und Pädagoge, eingefallen, der gesagt hat, kein Mensch kann wissen, was ein Mensch wissen muss. Eigentlich auch so etwas, was schon sehr so in Richtung einer Montessori-Pädagogik, glaube ich, verweist, dass es schwierig wird, Bildung genauer zu definieren und damit im Prinzip auch schon zu definieren, was für Kinder wollen wir denn hinterher eigentlich als Produkt des Unternehmens, Bildungsunternehmen, dann eigentlich da herauskommen. Also das heißt, die Frage, die glaube ich, entscheidender ist, ist die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Weil das können wir jetzt bestimmen und sagen, was die Zukunft bringt, ist tatsächlich, glaube ich, sehr schwer vorherzusagen, und wer hätte vor 2 Jahren gedacht, dass wir jetzt hier irgendwie so sitzen mit den Masken auf und uns jetzt irgendwie allmählich freuen, wieder irgendwie in Cafés gehen zu dürfen und andere Dinge machen zu dürfen. Also das heißt, da würde ich mich Werner Mayer anschließen, es geht schon irgendwie um die Frage, welche Werte sind uns wichtig in der Gesellschaft? Also was wirft auch die Digitalisierung für Probleme auf, was unsere Werte angeht? Wollen wir eine Gesellschaft, die immer stärker eigentlich auf so eine Spaltung hinausläuft, oder wollen wir eine Gesellschaft, in der Kooperation und die klassischen Bildungsideale wie Selbstbestimmung, Mitbestimmung, Solidarität irgendwie eine zentrale Rolle spielen? Ich glaube, das sind so die Fragen, die sich da so im Bildungsbereich erstmal ganz allgemein ergeben. Wie will man eigentlich damit umgehen? Und dann scheint mir das zentrale Problem, was mit Digitalisierung, Globalisierung und dieser Umweltzerstörung, mit der wir es überall zu tun haben, zusammenhängt, das Problem der sozialen Ungleichheit zu sein. Also ich glaube, das ist so ein Punkt, wo Schule zwar nicht in dem Sinne mitsteuern kann, dass sie jetzt die soziale Ungleichheit auflöst, aber das muss reflektiert werden, sozusagen welchen Anteil Bildung an der Produktion und Reproduktion von sozialer Ungleichheit in unserer Gesellschaft hat. Und da sind wir dann eigentlich auch bei dem ganzen Problem der Exklusion, das ist nämlich immer mehr Menschen gibt, die eigentlich aus diesem System rausfallen, die irgendwie als unbrauchbar, unnütz, irgendwie Ballast betrachtet werden und deren Potenzial damit eigentlich der Gesellschaft auch verloren geht auf Dauer, wenn man das so weiterdenkt und in dieser Ethik der Nützlichkeit sozusagen verbleibt. Danke. Gernot. Also ich merke vom Wandel sozusagen, wie ich als Lehrer eingestiegen bin und wie ich jetzt als Lehrer aussteige, dass mir für mich zum Beispiel die Bedeutung des Stoffs immer weiter zurückgeht. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin ja kein Dealer, also warum kümmere ich mich um den Stoff? Ich muss mich um Beziehungen kümmern. Kinder sagen auch, sie kommen nicht in die Schule, weil sie was lernen, sondern weil sie ihre Freunde dort treffen. Also diese soziale Komponente hat so eine Bedeutung, und wenn ich einfach merke, es wird ein Kind ständig runtergedrückt von irgendeiner Gruppe, dann muss ich mich um das kümmern. Und da brauche ich Zeit und ich muss mich jeden Tag drum kümmern. Und deswegen muss der Stoff einfach massiv reduziert werden, weil das kann man auf Basisfakten
hin runter reduzieren, und heute sind wir einfach in einer Welt, wo jeder sich das Wissen holen kann, das er braucht, zu jeder Zeit. Weg mit dem Stoff. Dazu habe ich einen Artikel gerade gelesen, und der passt ganz gut dazu, von Erpenbeck, wo es um Wissen und Wissensvermittlung geht. Und er ist eben der Meinung, dass es gibt jetzt eine neue Lernkultur, und das ist eine Selbstentwicklungskultur, die weggeht von dieser reinen Wissensvermittlung, die hingeht eben zu einem Wissensaufbau, zu einer Kompetenzerweiterung vielleicht, oder hoffentlich auch zu einer Wertebildung. Und was er da in der Definition noch immer mit einfließen lässt, ist, dass er darauf achtet, für fühlende, für denkende und für handelnde Personen. Und ich glaube, das ist so, dass, was man dann als Pädagoge da, wie Sie jetzt das Beispiel genannt haben, Sie kümmern sich darum, das heißt ja, Sie gehen auf dieses Kind ein, in seinem Denken, in seinem Handeln und in seinem Fühlen. Und das, ja. Also diese Selbstentwicklungskultur, die man hier in einem Lernprozess unterstützt. In der Montessori-Pädagogik heißt es ja immer auch vom Konkreten zum Abstrakten. Deswegen will ich Sie jetzt fragen, weil es dieser Wandel oder ich will Sie nach guten Beispielen dieses Transformationswandels auch fragen, jetzt aus Ihren Blickwinkeln heraus. Wo haben Sie Beispiele, wo Sie sagen, da gelingt etwas, ja, das diesen Wandel in eine beeinflusst, so wie wir uns das wünschen würden, in eine humanistische Bildung, in eine inklusive Bildung. Können Sie uns da ein paar Beispiele geben, jetzt auch aus Ihrer Forschung oder aus Ihrer Praxis, wo Sie sagen, da wird es lebbar, weil es ja immer auch darum geht. Und dann die Frage noch anschließend, was sind denn dann die Auswirkungen? Ja, gelungene Beispiele, das wäre dann, glaube ich, abendfüllend, weil es wirklich sehr vieles gibt, was da gelingt. Es ist nur irgendwie auch, und das hat auch noch was mit Wandel zu tun, gell? Also zum Beispiel versuchen wir natürlich auch gezielt gute Beispiele in Medien zu platzieren. Wenn ich in den Medien platziert werden will, da brauche ich irgendeinen Gewaltvorfall an einer Schule, dann geht das automatisch, ansonsten tut man sich da sehr schwer. Und aus meiner Sicht, was sich schon hier wirklich auch grundlegend ändert, und das würde ich auch der neuen Lehrerbildung in erster Linie zuschreiben, so dieses ein Kind annehmen. Also ich möchte jetzt ganz bewusst nicht einzelne Schularten da hervorheben, weil das passiert in allen Schularten, und es ist nicht so, dass das ein Thema der Volksschule ist. Aber zum Beispiel, glaube ich, sind wir schon viel, viel weiter. Und ich gestehe, dass ich eine Schwäche für die Maria Montessori habe, weil sie bildet auch in meiner Dissertation einen relativ großen Abschnitt im Bereich Musikerziehung, weil sie hat um 1920 das beste Musikerziehungskonzept geschrieben, das es eigentlich immer noch gibt. Aber die Frau Montessori hat es halt schon sehr früh erkannt, und das ist jetzt immer so ganz neu, gell? Aber einfach, wir dürfen keine Lehrerinnen und Lehrer mehr haben, oder jede Lehrerin und jeder Lehrer, wenn ich es positiv formuliere, muss einfach einmal jedes Kind annehmen. Und ich glaube, da sind wir ganz, ganz weit schon, aber das Wissen ist noch nicht so weit. Das heißt also, Beispiel, ich würde mir wünschen, dass wir nicht darüber diskutieren müssen, ob ein Kind mit 6 Jahren schulreif ist oder nicht. Das hat auch im Übrigen die Wissenschaft schon längst widerlegt, dass das nicht von Relevanz ist, sondern die erste Niederlage eines Kindes spielt sich im 6. Lebensjahr ab, wenn es die Meldung bekommt, du gehst jetzt in die Vorschulklasse, weil du bist nicht schulreif. Und das muss jeder Lehrerin und jedem Lehrer bewusst sein, was wir da gerade anrichten. Und ich glaube, da sind wir heute schon viel, viel weiter als auch noch vor 10 Jahren. Und das Gleiche spielt sich dann auf der 5. Schulstufe ab. Da sind wir noch nicht so weit, weil wir einfach auch gesetzliche Lagen haben. Aber wenn ich einem Kind sage, das lauter sehr gut hat und ein Gut oder zwei, du kannst deine Wunschschule nicht besuchen, weil du bist zu schlecht, dann müssen wir uns über die Dramatik dieser Aussage und was da in dem Kinderkopf vorgeht, bewusst sein.
Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten, weil wen wundert es dann noch, dass ein Kind sagt, ja eigentlich, glaube ich, kann ich nichts. Und genau das ist das, was wir, glaube ich, noch viel stärker lernen müssen, aber wo wir jetzt ins Land gehen könnten und viele gute Beispiele sehen würden. Dann würde ich gleich anschließen, weil es eben, weil ich in der Lehrerbildung bin und das angesprochen worden ist. Also um Ihnen eine Zahl zu nennen, wir organisieren allein in Tirol ca. 1500 Praktika im Semester. Das heißt, die Studierenden sind an den Schulen und sie sehen Best-Practice-Beispiele, sie sehen Next-Practice-Beispiele. Also ich sehe hier großes Potenzial und eben viele Ideen, die Lehrpersonen haben und vor allem auch, wie sie engagiert mit Kindern arbeiten. Und als Beispiel für die Lehrerinnenbildung kann ich sagen, dass hier ein Wechsel stattfindet. Man geht also weg von dieser Meisterlehre, wie ist das ideal, wie soll man Prozesse gestalten. Und wir reflektieren also neben dem natürlich bildungswissenschaftlichen, fachdidaktischen und fachwissenschaftlichen Wissen, dass die Studierenden natürlich auch erwerben, gehen wir mit den Studierenden in einen großen Selbstreflexionsprozess oder leiten mit ihnen einen Selbstreflexionsprozess. Und im Grunde sind dabei drei Fragen sehr markant während der ganzen Ausbildungszeit. Und ich glaube, das trägt auch dann schon dazu bei, dass eben junge, angehende Lehrerinnen mit einem anderen Verständnis an die Schule kommen. Und diese drei Fragen sind zum einen, was bedeutet Bildung für dich? Was verstehst du darunter? Die nächste Frage ist, welches Menschenbild hast du? Und so die dritte Frage ist, wie kommt Wissen zum Kind? Und ich denke hier, wenn man so in einen Selbstreflexionsprozess hineingeht, auch in Austausch mit anderen, dass man hier auch schon eine gesetzte, sage ich mal, Lehrerpersönlichkeiten ausbilden. Und ich glaube, dass das schon große Früchte bringt. Und hier dürfen wir auch eben in die Schule gehen, hier in die Montessori-Schule, und sehen eben Modelle und werden auch mit begleitet von Praxislehrpersonen. Also das ist so ein Beispiel aus Lehrerinnenbildung. Herr Professor Hoffmann. Ja, ich glaube auch, dass mit der Lehrerinnenbildung neue Modelle und Ideen auch für Bildung entstanden sind und gerade auch diese Frage der Selbstreflexion, was du jetzt gerade angesprochen hast, also was sind meine eigenen bildungsbiografischen Erfahrungen, dass das jetzt eine sehr viel stärkere Rolle spielt. Tatsächlich aber, wenn man sich das in der Praxis anguckt, gibt es natürlich auch immer noch so ein Spannungsverhältnis von dem, was so die neue Generation von Lehrerinnen und Lehrern dann an der Universität oder an den pädagogischen Hochschulen mitnimmt und was dann in der Praxis sich nach wie vor mit so einem gewissen Trägheitsmoment sozusagen zeigt. Also das sind schon auch Rückmeldungen von Studierenden, aber das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass sie sagen, aber das, was ihr uns da in den Veranstaltungen erzählt, das können wir in der Praxis so gar nicht erstmal feststellen oder das ist nur in Ansätzen irgendwie wahrnehmbar und wir wollen aber eigentlich was ganz anderes da in unseren Praktika zum Beispiel sehen. Also das sind zumindest so Rückmeldungen, gerade auch aus dem Bereich der inklusiven Pädagogik, wo durchaus auch gute Ansätze gesehen und wahrgenommen werden und wo Studierende auch wirklich gute Erfahrungen machen in den Schulen, aber wo es eben auch Schulen gibt, die wirklich noch sehr viel Luft nach oben haben, was so die Wertschätzung von Diversität, Heterogenität angeht und eine Offenheit gegenüber dieser individuellen Entwicklungssituation von Schülerinnen und Schülern. Ich bin hängen geblieben bei dem Stichwort, wie das Kind annehmen. Ich denke, das ist ja gerade eine Stärke des Religionsunterrichtes. Und mein zugegebenerweise tun wir uns mit dem evangelischen Religionsunterricht da leicht mit diesen kleinen Gruppen, dass wir da wirklich jedes Kind annehmen, aber das ist ja genau die Stärke und die nutzen wir auch. Und das ist auch der Grund, warum viele Kinder einfach sehr, sehr gute Erinnerungen an den Religionsunterricht haben. Was darüber hinaus schon ein wichtiges Beispiel ist,
Das finde ich auch zukunftsweisend ist. Das ist etwas, was in eurer Schule selbstverständlich geschieht. Das ist die ökumenische Kooperation. Also ein konfessioneller Religionsunterricht, der aber in Kooperation geschieht. Bin ich, glaube ich, eh richtig informiert. Das ist bei euch von Anfang an gewesen. Es gibt Modelle auch in anderen Schulen, im Regelschulwesen. Und die Erfahrungen sind großteils positiv damit. Einfach dieses Aneinanderlernen, auch an den Unterschieden lernen und dann auch zu erleben, wie, das ist, funktioniert ja natürlich mit Teamteaching, zu erleben, wie die Lehrkräfte, die Lehrerinnen da aneinander und voneinander auch lernen, von den Unterschieden. Und ich denke, dass hier die Kinder sehr viel lernen können und auch genau dieses annehmen können und auch Unterschiede wahrnehmen und dann aber genau in diesen Unterschieden einander anzunehmen und wahrzunehmen. Ich denke, das ist schon ein Beispiel, dass man durchaus, dass durchaus zukunftsträchtig ist, zukunftsweisend. Also wir hören, wir brauchen Menschen, die in der Bildung arbeiten, die eine große Werteorientierung haben, die sich mit sich selbst, mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrem Menschenbild auseinandergesetzt haben, die Lust haben auf Beziehung, ja, Beziehung mit Menschen zu treten, weil das sozusagen das Biotop ist oder der Boden auf dem, was entstehen kann. Gerne Beispiele gelungener Transformation. Man muss ja ehrlich sein, in den 25 Jahren hat es ja auch Dinge gegeben, die nicht funktioniert haben, aber vielleicht kannst du, wir wollen ja ganz bewusst auch den positiven Blick schärfen. Was war denn so ein vielleicht ein Transformationsbeispiel, wo du gedacht hast, da hat sich jetzt in der Schule was verändert, wo man gesagt hat, das hat man jetzt gar nicht bewusst herbeigeführt, aber die Entwicklung hat das so möglich gemacht. Also ich weiß, dass dieser Gedanke immer wieder, wenn ich den äußere, auch bei meinem Gegenüber einen Widerspruch auslöst, aber ich bin davon überzeugt, die Welt wird friedlicher, die Welt wird besser. Ich kenne so viele Menschen guten Willens, so viele Menschen, die sich engagieren, so viele Menschen, die etwas Gutes bewirken wollen, und, dass man denkt, das ist besser geworden. Das war früher viel aggressiver oder negativer oder jammriger oder schimpferter. Das ist, wird jedes Jahr besser. Und bei den Kindern auch. Und manchmal erwische ich mich selber, dass ich das den Kindern teilweise gar nicht zutraue. Dass ich mir denke, du bist schlampert, du bist vergesslich, du hast jetzt das schon wieder vergessen, was ich da gesagt habe. Und warum räumst du den Geschirrspüler nicht gleich aus in der Früh und erst am Nachmittag? Wenn, und so weiter. Also ich traue den Kindern das noch nicht so zu, wie ich es schon spüre. Und das wünsche ich mir als Wandel, dass das immer besser wird und dass meine Überzeugung auch stimmt. Das wünsche ich mir. Wie muss denn jetzt oder wie soll denn oder was muss denn, ich formuliere es bewusst so, was muss denn Schule, weil man in Schule redet man oft über das Können, ja, Kompetenzen, was muss denn Schule können, um eine gestaltende Größe oder an einen gestalteten, wertorientierten Einfluss auf die Bildung unserer Kinder zu haben in diesen Zeiten von Wandel und Konzentration auf digitale Medien und wo sozusagen die Verführungen so groß sind, sich mit ganz vielen anderen Dingen auch zu beschäftigen. Was muss denn Schule können aus Ihrer Sicht? Ja, ich sage es bewusst, die Schule jetzt einmal so als Institution. Ja, ich würde sagen, für mich wäre so ein Schlagwort Entschleunigungsprozess, in einen Entschleunigungsprozess einzutreten, Dinge nicht unbedingt immer aufzunehmen, die uns quasi die Gesellschaft oder auch die Marktwirtschaft in die Schulen hineinträgt, sondern eben hier das Lernen in die Hand des Kindes zu geben und da eben Zeit und Geduld zu haben. Und nicht von außen die
Projekte so in die Schule mit hineinfließen zu lassen. Also das denke ich, das wäre sicherlich ein wesentlicher Beitrag dazu. Ja. Ruhe. Ja, vielleicht. Ich würde das ein bisschen trennen. Und zwar, einmal muss Schule das ureigenste Handwerk können. Das heißt, ich darf nicht drüber diskutieren, und da haben wir vielleicht in den letzten 1,5 Jahren so viel gelernt wie in 40 Jahren nicht. Wenn Sie mich am Jänner 2020 gefragt hätten, was Zoom ist, hätte ich Ihnen gesagt, ja, weiß ich nicht. Heute machen wir teilweise 7 Zoom-Konferenzen und ich erspare mir 40 Fahrten nach Wien. Pro Tag nehmen wir 7 Zoom-Konferenzen, ist zugegebenerweise dann auch zu viel. Das heißt, ich muss das Handwerk des Unterrichtens, das Handwerk von Medien, das muss ich beherrschen, denke ich. Das ist einmal das eine. Also das heißt, ich muss einfach in der Lage sein, Mittel, die ich brauche, so selbstverständlich zu verwenden wie einen Kugelschreiber. Und da haben wir, glaube ich, jetzt im Schlechten ganz viel gelernt. Das Zweite wäre aber für mich dann, Schule muss sich auch bewusst sein und die Verantwortlichen, dass wenn sie nicht selbst gestalten, werden sie gestaltet. Wir werden ohnehin, denke ich einmal, wir unterliegen gewissen demokratischen Regeln, das ist ja zunächst nur nichts Schlechtes, aber wenn eine Schule sich nicht auf den Weg selber macht und Schulentwicklung betreibt, und das wäre halt mein ganz großer Wunsch, ich war ja selber mal Vizerektor einer pädagogischen Hochschule im Bereich Forschung, möglichst fundiert und wissenschaftsbasiert und forschungsgeleitet, bis hin in die Unterrichtsstunde. Wir haben mal eine kleine Veröffentlichung gemacht, wieder mit kurzem I, das Bauchgefühl im Unterricht. Das heißt, tausende Lehrer stehen in der Klasse, Lehrerinnen werden auch dabei sein, und wissen, dass es geht. Okay, somit ist einmal zunächst noch alles gut. Aber die Lehrerinnen, die in der Klasse stehen und keine Ahnung haben, warum es jetzt gerade nicht funktioniert, die brauchen einfach einen Zugang zu Literatur, die brauchen einen Zugang, um auf Entdeckungsreise zu gehen, im wahrsten Sinn des Wortes, wie kann ich das lösen? Das wäre für mich einmal das Zweite, das ich brauche. Also ich muss aktiv gestalten und das möglichst wissenschaftsbasiert. Und das Dritte, das wäre, habe ich allerdings schon gesagt, Schule muss einfach ein wirklich, das ist ganz schwierig mit dem beigefügten Wort, gell? Ich sage, es muss ein Menschenbild sein, das einfach einem Menschen und dessen Bild entspricht und nicht ein Objekt, das ein nützliches Wesen dann ist. Und ja, wie gesagt, da wiederhole ich mich jetzt. Aber das wäre mir so in der Rangordnung dann zunächst einmal das Übergeordnete, was Schule können muss. Und dann, glaube ich, wären wir nicht so schlecht dran, und ich bin durchaus beim Herrn Candolini. Also Stoff kann ich finden, aber sie, also jeder Schüler ist heute schneller in der Lage, das Todesjahr von Mozart zu googeln in der Klasse, als ich es sagen kann. Das heißt, das sind einfach Dinge, die haben sich geändert, aber sie glauben es vielleicht nicht, was sich da für Dramen abspielen, wenn Lehrer mit ihrem Stoff nicht durchkommen. Und da kämpfen wir ab und zu auch einen sehr großen Kampf. Ja, also aus der Perspektive der inklusiven Pädagogik erscheinen mir zwei Dinge für Schule erstmal grundlegend. Einmal die Idee der Individualisierung und Differenzierung, also dass ich irgendwie dem einzelnen Schüler, der einzelnen Schülerin gerecht werde und auf deren Lernvoraussetzungen, Entwicklungsbedingungen, auf deren Lebenssituation und so weiter, auf diese vielfältigen Dinge eingehe und da irgendwie auch im Sinne der Beziehung den einzelnen Schüler, die einzelne Schülerin wirklich auch wahrnehmen kann. Das andere ist, wenn ich sozusagen nur immer auf den Einzelnen gucke und diese Individualisierung ins Extrem treibe, bin ich irgendwann bei Situationen, wo nur noch Einzelförderung möglich ist oder wo irgendwie nur noch eine Lehrerin, ein Lehrer mit einem Schüler, einer Schülerin zusammenarbeitet. Also diese Art von Differenzierung kann eigentlich nicht das Ziel von Inklusion sein und auch nicht das, worauf man Schülerinnen und Schüler in Zukunft vorbereiten will. Das heißt, man braucht eine Gegenkraft sozusagen nochmal zu dieser Vereinzelung, und das wäre die Kooperation.
also der gemeinsame Unterricht, das gemeinsame Lernen an einem gemeinsamen Gegenstand. Und da würde ich sagen, braucht man schon auch die Dinge und das Materielle und die Stoffe, nicht im Sinne von irgendwelchen Jahreszahlen oder abstrakten Daten, aber man braucht irgendwie etwas, wo sozusagen diese Kooperation dran möglich gemacht wird. Und zwischen diesen beiden Polen irgendwie zu vermitteln, das ist eine ziemlich große Herausforderung, denke ich, weil das braucht einen relativ flexiblen Umgang mit Stoffen, mit Schülergruppen. Das ist ja das, was, finde ich, an der Montessori-Pädagogik auch nach wie vor sehr überzeugend ist, diese Idee der vorbereiteten Umgebung, der Freiheit, dass die Schülerinnen sozusagen sich die Stoffe auch raussuchen, die für sie relevant sind und die für ihr Anforderungsniveau irgendwie da auch die richtigen Herausforderungen bietet. Und da wäre eine interessante Frage, wie kann Digitalisierung hier uns helfen? Also nicht Digitalisierung nur verstanden als irgendwie das Medium und in Zukunft, wir haben uns da im Vorfeld kurz, als wir hier im Raum standen, unterhalten. Also es geht, finde ich, bei der Frage, welchen Wandel bringt die Digitalisierung in Gang, nicht so sehr darum, werden wir in 25 Jahren noch Schulbücher haben oder wischen alle auf dem iPad rum oder haben alle irgendwie ein Implantat, was sozusagen oder irgendeine Brille, über die sie die Informationen eingespielt bekommen, sondern wie kann man schlau irgendwie digitale Medien nutzen, um diese Flexibilisierung irgendwie auch herzustellen. Wir hatten in der vergangenen Woche einen Gastvortrag von Anke Langner und Maxi Hess von der Universitätsschule in Dresden, die da irgendwie eine sehr interessante Form gefunden haben, über so eine Online-Plattform, die auf die Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler Zugriff haben, darüber auch so Lernprozesse zu steuern und sozusagen diese Selbstorganisation des Lernens irgendwie über diese digitalen Medien zu organisieren. Das steckt noch in den Anfängen und wird dort entwickelt, aber was die da vorgestellt haben, fand ich, war irgendwie mal eine andere Perspektive auf Digitalisierung, als nur wir alle surfen im Internet und haben eine Webcam irgendwie vor der Nase und sind den ganzen Tag in irgendwelchen schrecklichen Konferenzen, so gut das natürlich auch erstmal ist, dass man diese ganzen Wege sich erspart, aber auf Dauer ist das, wie man ja auch weiß, nach diesen anderthalb Jahren extrem ermüdend und anstrengend und sicherlich nicht das, was man Kindern auf Dauer zumuten mag. Und so wie die Frau Professor Haas gesagt haben, es braucht auch Beziehung und gewisse Themen brauchen Beziehung und Begegnung. Gernot, was diskutiert denn ihr jetzt, du mit deinen Kolleginnen und Kollegen, wenn ihr sagt, so, wenn man die nächsten Jahre denkt, was sagst ihr, was muss die Montessori-Schule Innsbruck können? Also meine Montessori hat eine tolle Grundlage gelegt aus ihrer Zeit heraus, die immer noch sehr aktuell ist, aber wir leben natürlich 2021 und solche Themen wie Digitalisierung, das kommt jetzt heran. Und wir setzen uns damit auseinander und es stellt sich immer die Frage, heißt es jetzt für eine Montessori-Schule was anderes oder heißt es das Gleiche? Wie geht man damit um? Und das sind auch so große Herausforderungen, wo man sagen, was heißt es in unserer Zeit, eine moderne Montessori-Pädagogik umzusetzen? Wir haben natürlich das Glück, dass wir uns auf ein paar Grundlagen stützen können, die immer funktionieren und die immer gültig sind. Aber es muss auch manches verändert werden. Und da diskutieren wir viel, reden wir viel, gestalten immer wieder um, setzen immer wieder andere Prioritäten und haben auch das Glück, eben, dass wir relativ flexibel sein können und Sachen ausprobieren können. Und dann schauen, war das jetzt gut, war das weniger. Wir versuchen im Augenblick zum Beispiel diese Balance zwischen freier Wahl der Arbeit und vorgelenkter Arbeit immer wieder auszutarieren, dass man sagt, freie Wahl heißt, manchmal nur, dass ich zwischen dem oder zwischen dem entscheiden kann, aber nicht, dass ich entscheiden kann, mache irgendwas. Und da immer wieder diese Balance zu finden, dass aus der Freiheit die Disziplin kommt, auch an was dran zu bleiben. Oder manchmal es eine gewisse Disziplin braucht, damit sich überhaupt was entfalten kann. Das sind die großen Herausforderungen. Herr Dantine, die Digitalisierung hat ja immer auch
wird ja oft auf dieser Tool-Ebene, auf dieser Werkzeugebene und auf das, was man können muss und verstehen muss und auf dieser technischen Ebene diskutiert. Wir haben die Möglichkeit gehabt, als Verein mit der Generalsekretärin für Digitalisierung zu reden, jetzt vor ein paar Wochen, die gesagt hat, ja okay, wenn man so fragt, die sieht den großen globalen Zusammenhang, die Amerikaner wollen Digitalisierung, verwenden das sozusagen um aus wirtschaftlicher Hinsicht, also das ist die wirtschaftliche Brille, die Chinesen schauen es eher mit der Brille der Kontrolle von Menschen und sie hat so definiert und wir in Europa müssen mit der Brille der Ethik auch darauf schauen. Also die große Chance bei der Digitalisierung ist gleichzeitig die große Herausforderung, es braucht Menschen, die in dieser digitalen Welt gut zurechtfinden. Und da braucht es eben mündige Menschen. Und das ist sozusagen die große Frage, wie kann das gehen? Also ich meine, gerade Corona ist ja wirklich ein Lehrbeispiel, sozusagen, was man alles an, Entschuldigung, Mist im Internet findet, ja? Was aber natürlich viel leichter zu finden ist als jetzt fundierte Informationen, leider. Ja? Da sind wir genau wirklich bei diesem Thema, wie kann dieser digitale Wandel so gestaltet werden, dass wir hier Menschen haben, die mündig genug sind, da sich zurechtzufinden, die Informationen zu bekommen, die ihnen helfen und die der Gesellschaft weiterhelfen. Also ein Stück weit Autonomie wird hier eigentlich auch automatisch gelernt. Das ist sozusagen auch eine der Lernen. Also ich bin ja selber Vater eines 13-jährigen Kindes. Ich denke, was sehr in diesen letzten eineinhalb Jahren gelernt hat, sich selber zu organisieren und die Kompetenzen, die er da gelernt hat, sind, die wiegen das auf, was er sozusagen an Stoff, da stimme ich dazu, dass das irgendwie so eigentlich sekundär sein sollte, wiegt auf, was er an Stoff weniger gelernt hat. Nebenbei bemerkt, es gibt leider also in vielen Schulen noch immer Lehrer, die glauben, auch in dem Corona-Jahr müssen sie den normalen Stoff durchbringen. Also das finde ich ganz, ganz fatal, aber das ist jetzt eine Nebenbemerkung. Also einerseits sozusagen diese Selbstbestimmung, die hier gelernt wird, die große Chance, aber gleichzeitig ist ja diese Autonomie und Selbstbestimmung kann ja nur, damit eine Gesellschaft funktioniert, relational gedacht werden. Also welche Kompetenzen müssen da vermittelt werden? Ja? Also ein angemessenes Selbstbild natürlich, sozusagen hier Stärkung des Selbstbildes, der Autonomie, aber gleichzeitig eben auch das Bewusstsein, nicht allein auf der Welt zu sein. Aber zumindest das, was ich von Montessori-Pädagogik verstanden habe oder geglaubt verstanden zu haben, ist es ja genau das, eines der wichtigen Ziele, genau diese beiden Pole auch. Ja, jetzt wollen wir mal schauen, ob Fragen im Publikum aufgetaucht sind. Wir sind ja online. Danke. Da vorne, da mit drin. Also ich muss etwas in mich hinein lächeln, denn ich bin Mathematiklehrerin an einer HTL und muss meine Schüler zur Matura führen, ob jetzt Corona ist oder nicht. Ja, also diese Vorgaben plagen einen einfach im Alltag. Und ja, ich denke, dass es auch von dem her anders gedacht werden muss, dass auch bei der Matura noch viel mehr nach unten gegangen werden muss, dass die Standards einfach viel zu hoch gesetzt sind. Aber das kann ein einzelner Lehrer eben nicht bewerkstelligen. Da muss sich das System leider ändern. Und was denken Sie dazu? Ja, vielleicht kann ich da was sagen. Wir stehen im Moment auch vor einem ganz paradoxen Ergebnis, denn
die standardisierten Reifeprüfungen, und ich spreche jetzt nicht von Vor- oder Nachkompensationsprüfung, waren noch nie so gut wie im heurigen Jahr. Jetzt bei Mathematik bin ich dann mitten bei Ihnen, ist mir das schon klar, weil hier Änderungen vorgenommen worden sind, weil teilweise, ich weiß nicht, Sie sind die Expertin, Frau Kollegin, aber teilweise hat es vor allem im allgemein bildenden Bereich einfach so Fangaufgaben gegeben, gell? Die haben wir eher Lese- und Schlauheit, Kompetenz überprüft als mathematische Fähigkeiten. Die hat man wirklich gezielt herausgenommen. Es gibt jetzt gleichzeitig auch einen offenen Brief von 10 Mathematikprofessorinnen, sehr universitäre Professorinnen und Professoren, die sagen, das ist jetzt alles zu leicht. Das ist die Frage, das mische ich mir jetzt nicht ein, aber das ist wirklich das kurioseste Ergebnis. Wir hatten noch nie ein so gutes Ergebnis in Englisch. Und alle fragen wir uns jetzt, warum das so ist. Also dramatisch besser. Wirklich dramatisch besser. Und niemand weiß, also mich beruhigt es einmal, weil wir reden nicht von einer Lost Generation. Mit Sicherheit nicht. Und ich würde da überhaupt, aber ich bin natürlich der siebte Zwerg, gell? Aber ich glaube, was wir bräuchten, das wäre eine dringende Diskussion über Sinnhaftigkeit von abschließenden Prüfungen in Form von Matura. Weil wir machen doch, also voriges Jahr hatten wir diese tolle Situation, dass am gleichen Tag, wo die Universitätsmedizintests stattgefunden haben, waren noch Abschlussprüfungen an der Matura. Das heißt, ich gebe Menschen irgendeinen Zettel, da steht oben, du bist jetzt reif für eine universitäre Ausbildung, und im nächsten Moment mache ich eine Prüfung, und das gibt es auch an allen pädagogischen Hochschulen, die überprüft aber zum Teil auch Rechtschreibfähigkeiten. Ja, und das, wir wissen auch, dass es notwendig ist. Die Frage ist, welche Bedeutung zähle ich heute noch der Rechtschreibung zu? Aber das ist für mich so dieses Grundproblem. Diese Schnittstellen müssen vielmehr zu Nahtstellen werden. Also die Universitäten vertrauen den höheren Schulen nicht mehr, dass sie das ihren Schülerinnen und Schülern beibringen, wo sie dann andocken können. Und das ist eigentlich ein sehr desaströses, dramatisches Ergebnis. Nur habe ich so ein bisschen auch hier so die österreichische Mentalität, die spüre ich da halt. Solange wir nicht drüber reden, gibt es vielleicht eh nicht. Aber ich würde, wie gesagt, ich bin der siebte Zwerg, ich kann auf meiner Ebene irgendwo wirken und versuchen, zumindest einmal unsere Pädagoginnen und Pädagogen zusammenzubringen. Aber das, glaube ich, wären die wirklich zentralen Themen, denen wir uns stellen müssen. Warum ist das so? Oder es wird jetzt eine neue Lehrplangeneration geben. Und ich habe halt wirklich auch da ein bisschen die Bedenken, wer wird sich jetzt als Lobby in diesen Lehrplangenerationen durchsetzen? Weil ich kann ewig diskutieren, was ist wichtig, und niemand wird vollständig ganz richtig sein. Aber da, glaube ich, müsste man auch bildungspolitisch wirklich ganz massiv ansetzen, dass man hier irgendwo weiterkommt. Englisch ist ein gutes Beispiel dafür. Was ist wichtiger? Dass ich einfach Englisch kommunizieren kann in der Lingua Franca des 21. Jahrhunderts, oder muss ich die schönsten literarischen Aufsätze auf Englisch schreiben können? Über das kann ich diskutieren. Und beides ist wahrscheinlich nicht ganz falsch und nicht ganz richtig, aber es geht auf die Gewichtung. Um das geht es. Ich würde da zustimmen und vor allem die Gewichtung noch ein Beispiel sagen. Ich verspreche mir ein bisschen eine Veränderung oder vielleicht noch einmal einen Diskussionsprozess, wenn jetzt mit 2022/23 die Lehrpläne der Volksschule, der Mittelschule in diese Modularisierung hineingehen. Das heißt, dass ich nicht mehr pro Schulstufe einfach diesen gewissen Stoff habe, sondern ich habe es in Modulen, in Abschnitten, kann das Kind das bewältigen. Und von dem her würde ich mir da noch einmal einen Diskussionsprozess erwarten, weil das müsste ja also angepasst an das System dann sich verändern.
Das wäre das eine. Und das andere ist schon, wenn ich sehe, wie die Hochschullandschaft tickt, dann sehe ich so, dass wir als pädagogische Hochschulen, die Universitäten für die Sekundarstufe, die Fachhochschulen, es werden überall Eingangs quasi Aufnahmeverfahren quasi gemacht. Und die jungen Leute haben da dann noch einmal die Hürde. Und sie sind dann, 25 Personen werden aufgenommen und sie sind der 250. Und kommen aber so weit und dann kommen sie aber nicht quasi weiter und können teilweise ja Studien oder eben Ausbildungen nicht antreten, weil sie einfach nicht in die, keinen Platz bekommen. Also da ist sicher noch einmal eine Diskussion, ja. Wenn wir auch von Selbstbestimmung und ich kann das machen, was ich gerne mache, so ganz stimmt es dann auf einer gewissen Ebene dann nicht mehr. Damit ich es vielleicht nochmal präzisiere, nur ganz kurz in zwei Sätzen. Ich spreche mich nicht gegen Eignungsüberprüfungen, also das sind viel komplexere Materien. Also das heißt, was testet ein Medizintest ab? Ein Medizintest testet nichts anderes ab, zum Beispiel bei einer Drahtbiegeaufgabe, ob jemand, der Zahnarzt werden will, so viel feinmotorisches Gespür hat, wie er braucht. Das, glaube ich, ist legitim. Oder wenn das testbar ist, da bin ich immer sehr skeptisch, dann würde ich versuchen, ob Menschen Eigenschaften haben, die sie als Lehrerinnen oder Lehrer erfolgreich sein lassen können, oder ob man sagen muss, ich glaube, denk noch einmal drüber nach, ob das wirklich dein Weg ist für 40 harte Berufsjahre. Gegen das spreche ich mich nicht aus. Aber es ist irgendwie schon leicht skurril, dass sich zum Beispiel auch in einem Medizintest ganz einfach mathematische Aufgaben rechnen muss. Im wahrsten Sinn des Wortes rechnen. Und gegen das, da müssen wir drüber diskutieren. Das ist nämlich auch Vergeudung von wirklich wertvollen Ressourcen und Kosten. Gut. Dankeschön. Da war noch eine Frage. Genau da hinten. Im blauen Hemd. Also ich bin auch der Meinung wie der Herr Cannolini, dass die Menschen, die jetzt auf der Welt sind, mehr tun für die Natur, für unseren Planeten und auch für Menschen als wie früher, vor allem unsere Kinder. Ich möchte aber auf diese Frage, wie wir Menschen auswählen und beurteilen, auch noch eingehen. Also ich habe einmal gelesen, dass wenn man einem Menschen die Frage stellt, ob er Menschen liebt und sie diese Frage mit Nein beantwortet, dann soll er nicht Pädagoge und nicht Führungskraft werden. Und wenn ich aber höre, dass wie der Dr. Mayer gesagt hat, dass die Wirtschaft dann fordert, dass wir zum Beispiel bestimmte Berufsbilder forcieren sollten, was sage ich dann einem Kind, das sagt, es will Musiker werden, oder es will Schneiderin werden, oder es will Malerin werden, und sagen, nein, das brauchen wir nicht, weil unsere Industrie fordert Datenanalysten, Software, Planer, Architekten. Was sage ich solchen Kindern? Ja, das wollte ich eigentlich genau damit sagen. Dieses Nützlichkeitsdenken, und ich merke auch sehr viel mehr Firmen, die das schon jetzt genau wissen. Gell? Ich kann ruhig jemandem sagen, also für mich war die DDR das Paradebeispiel, wie man es also nicht machen sollte. Also wer 1,90 Meter war und kräftig war, dann Schwimmer unter Umständen im Sport. Das werden keine guten Datenanalysten. Wenn ich jemanden dazu sage, da kannst du toll verdienen, da kannst du alles Mögliche machen, aber der Mensch hat in seinem tiefsten Inneren den Wunsch, Maler zu werden. Den kann ich ausbilden und schulen, wie ich will. Das wird niemals, meines Erachtens wirklich niemals, so in dieser Dramatik jemand sein, der seinen Beruf dann auch mag, der brennt für den Beruf, der diesen Beruf liebt. Und ich glaube, dass da schon, also sind halt doch auch oft die Firmen, die ein bisschen mehr im Wettbewerb stehen, dass es da jetzt schon sehr großes Umdenken gibt. Zum Beispiel eine sehr große Firma, Wattens, die nicht immer positiv in den Schlagzeilen war, aber wo ich einen sehr guten Einblick habe, die wollen nicht wirklich ausgebildete, im kleinsten Detail Spezialisten in der Computertechnik haben, sondern die wollen Menschen.
die einen forschenden Zugang haben, die teamfähig sind, die eine soziale Ader haben, die mit anderen Menschen gut können. Und ich glaube, dass das nicht, wir werden da noch, glaube ich, auf Zukunftsaspekte kommen, ich glaube, es wird nicht mehr so lange dauern, bis da ganz viele drauf kommen, dass das die wesentlicheren Dinge sind, als mit 15 schon zu entscheiden, du wirst das und du wirst das und du wirst das. Das wird sich nicht ausgehen auf Dauer. Und es kommt dazu, dass man sozusagen ethisch verantwortlich handeln lernen muss. Ich kann heute nicht mehr einen Beruf haben mit dem Ziel, ich möchte schauen, wie möglichst viel verdienen und schauen, wie möglichst viel austricksen kann, damit ich noch mehr verdiene. Und dann schaue ich nur, dass ich die Steuer vermeide, damit ich noch mehr verdiene. Das darf man nicht so machen. Ich brauche eine Ethik, eine innere, die sagt, okay, das, ich verdiene das, was ich brauche und das andere kommt zur Allgemeinheit. Und das Zweite, was mir immer wieder wichtig vorkommt, ist, es gibt kaum noch einen Beruf, wo man heute nicht als Team arbeiten muss. Warum wird es in der Schule nicht mehr gefördert, dass sie überhaupt generell in Teams arbeiten dürfen? Warum dürfen die nicht die Tests als Team machen? Wenn ich heute ein Problem habe, das ich im Büro lösen muss, ja, mit wem werde ich abgetestet? Ich hole mir alle dazu, so Claudia, schau du mal drauf, hilf mir da, Sonja, rufe die an, hilf mir da, damit wir es gemeinsam ein gutes Ergebnis zusammenbringen. Wenn das die Kinder in der Schule nicht lernen, wie sollen sie es dann können? Wir haben ja auch viele Eltern hier sitzen. Und bevor wir vielleicht auch dann Richtung Abschluss kommen und ich Sie fragen möchte, wie, wenn wir jetzt in die längerfristige Zukunft schauen, aber jetzt auch, als, welche Rolle nehmen denn Eltern aus Ihrer Sicht? Sie sind jetzt natürlich die Expertinnen für die Lehrer und Lehrerinnen und für die Ausbildung, aber welche Rolle spielen Eltern oder Familie, nenne ich es jetzt einmal, weil das ist, wir wollen es ja nicht auf ein klassisches Familienbild, sondern das, was ein Kind an Familie, an Umfeld hat, welche Rolle spielt das jetzt in der Zukunft und was müssen denn diese unterstützenden Personen können oder was sollten sie im Blick haben? Ist es nun mal was anderes als in den letzten Jahren und Jahrzehnten? Sollte sich da noch was ändern, der Blick darauf, die Rolle der Eltern, das Selbstverständnis auch, hat sich ja auch geändert. Sie haben mich als Erste an. Ja, ich nehme da wieder etwas heraus, und zwar, und das ist eben auch aus eigenen Erfahrungen, die man als Erziehungsberechtigte gemacht hat und macht. Ich denke, und in dieser Transformation, das bedeutet, mit Diversität umgehen zu können, mit Spezifitäten umgehen zu können und eben mit dieser globalisierten Welt, dass für Eltern, glaube ich, ist ganz wichtig, mit ihren Kindern in eine Lernbeziehung zu treten. Und ich meine Lernen hier im Sinne von in einen Entwicklungsprozess. Im Grunde haben wir nie gelernt, Eltern zu sein, aber die Kinder zeigen uns, die Kinder gestalten eben Dinge und ich muss darauf oder ich reagiere darauf. Und für mich sind so, und manches auch im Nachhinein mit einem 21-jährigen Sohn, so Dinge oder drei Schlagworte, und das wäre das erste für mich Kreativität. Also ich im Sinne auch von Rogers, wo ich dann sage, ich lasse das Kind entfalten, ich lasse das Kind wachsen, ich schaue mir die Potenziale an. Was ich aber gebe, ist vielleicht doch so die eine oder anderen richtungsgebenden Impuls. Das wäre für mich so schon etwas, weil das ist gleichzeitig auch jemandem Sicherheit und Stabilität zu vermitteln.
Also in dieser Lernbeziehung Kreativität. Das zweite ist für mich die Konfrontation und gleichzeitig aber, und dazu, das muss ich sagen, die Artikulation. Es ist in jeder Beziehung so, dass Konfrontationen auftreten. Das ist auch als Eltern, das ist eine große Herausforderung. Aber ich würde sagen, ich nehme die Artikulation mit hinein, nämlich ich gehe in einen Dialog, ich tausche mich mit dem Kind aus. Ich begründe gewisse Sachen, ich erkläre Sachen und was mir da vielleicht wichtig erscheint, ist, ich gehe in einen lösungsorientierten Ansatz. Das heißt, ich diskutiere mit dem Kind, es gibt unterschiedliche Wege, welchen Weg würdest du gehen, welchen würde ich gehen, was ist vielleicht ideal, wo können wir uns auch einigen. Also das wäre diese Konfrontation mit Artikulation. Und das Dritte, und das habe ich selber stark lernen müssen, ist Gelassenheit. Und das sage ich jetzt, wenn ich mir denke, also ich habe jetzt diese Moped-Zeiten vorbei, diese schlaflosen Nächte sind vorbei und im Nachhinein und denke ich mir, Gelassenheit wäre ideal gewesen. Und ich ärgere mich nicht über meinen Mann, der nebenbei geschlafen hat und ich eben wach bin, weil ich dieses nicht aushalte, sondern ich hätte auch sollen diese Gelassenheit haben. Und das Gelassenheit ist dann noch einmal das Zulassen, das Zutrauen auch. Das wird schon, der macht das schon. Eben dieses, diese Persönlichkeitsbildung abgeben auch und selber vielleicht auch in diese Verantwortung gehen. Also das Ding wäre, eine Lernbeziehung aufbauen mit eben Gelassenheit, Konfrontation und Artikulation und das Erste, was ich genannt habe, ist die Kreativität. Mhm. Herr Professor Hoffmann, Sie haben es jetzt irgendwie, Sie haben lächeln müssen. Beim schlafenden Mann. Ja, ich finde genau, Gelassenheit ist sicherlich immer eine gute Grundhaltung in allen Erziehungs- und Bildungsfragen. Bei der Frage, was für Eltern wünscht man sich oder was ist von Eltern zu erwarten oder so, habe ich so ein bisschen ein gewisses Unwohlsein, weil man kommt natürlich dann immer schnell in so eine Sprechweise von Elternratgebern, die ja irgendwie ganze Regale wie so in den Buchhandlungen füllen. Und ich glaube, das Problem ist da eher ähnlich wie bei was braucht irgendwie ein einzelnes Kind, dass man das irgendwie ohne die Eltern zu kennen und ihre besondere Situation irgendwie gar nicht wirklich sagen kann. Also was wir aus der Bildungsforschung wissen, ist, dass eben die familiäre Herkunft und der soziale Status der Herkunftsfamilien von Schülerinnen und Schülern eine ganz entscheidende Rolle eigentlich spielen, was den Bildungserfolg angeht. Also die Familien und deren Unterstützung spielen da eben offenbar sehr stark rein. Und es ist aber eben auch, das hat man schon in den 70er Jahren soziologisch untersucht, eben so, dass über diese stillschweigende Weitergabe von Bildung in den Familien natürlich, oder was heißt stillschweigend, also über das, was eigentlich nicht in der Schule so sichtbar wird, was dort an Bildung weitergegeben wird, dass dadurch eben auch soziale Ungleichheit weitergegeben wird, also sozusagen vererbt wird über dieses Bourdieu spricht vom Bildungskapital, was die Familien ihren Kindern mitgeben, sei es in Form von materiellen Möglichkeiten, dass sie irgendwie viele Bücher zur Verfügung stellen, mit denen irgendwie Ausflüge unternehmen, dass überhaupt Bildung als etwas gilt in der Familie, was wichtig ist oder eben nicht. Und ich finde, das ist etwas, wo Schule natürlich sehr sensibel darauf reagieren muss, dass nicht alle Kinder irgendwie Eltern an der Seite haben, die sich da so für interessieren oder die irgendwie auch die Möglichkeit haben, sich dafür zu interessieren, die einfach vielleicht, das hat man jetzt ja auch in dieser Corona-Zeit gemerkt, also die einfach dann auch überfordert sind, ihre Kinder da entsprechend zu unterstützen und dass die Schule insofern dann darauf achten muss, dass die Eltern da nicht zu Co-Lehrern gemacht werden, sondern dass die Schülerinnen und Schüler irgendwie das auch für sich regeln können müssen. Und da, finde ich, spielen auch gerade wieder so Netzwerke zwischen Schülern eine wichtige Rolle. Also gerade dieses Teamdenken, das Kooperieren, die Möglichkeit, miteinander was zu lernen, eben auch dann unabhängig von diesen elterlichen Einflüssen, die sicherlich entscheidend und wichtig sind, aber die eigentlich nicht so wichtig sein sollten, damit nicht dieses Ungleichheitsgefälle noch verstärkt wird in solchen Situationen, wie wir sie jetzt gerade hatten. Ja, meine Redeanteile waren zwar schon, glaube ich, jetzt sehr viele. Wir haben alle im Grunde genommen immer im Fokus, gell? Lehrerinnen und Lehrer müssen Fortbildung machen,
Schülerinnen und Schüler sind naturgemäß sowieso im Fokus. Eltern und Erziehungsberechtigte, also ich frage jetzt einfach mal sozusagen, wo ist die Elternakademie für Tirol? Wo jederzeit auf einem sehr niederschwelligen Level mich einfach unterhalten kann über grundlegende Dinge, wie gehe ich mit Kindern um. Das Zweite wäre für mich, ja, ich stimme da vollkommen mit dem Kollegen Hoffmann überein, diese Bildungsungleichheit. Ich sehe da natürlich vielleicht viel mehr. In dem Kreis ist das kein Thema, aber wo einfach alle mit allem zufrieden sind, ja, grundsätzlich. Und dann das andere Extrem, wo Eltern Kinder unter Druck setzen, also da spielen sich dann die Dramen ab, weil die Schule dauert bis um 13.30 Uhr, dann aber um 13.35 Uhr fängt der Fußballclub an und um 14.50 Uhr ist die Geigenstunde. Und jetzt dazwischen brauche ich aber 15 Minuten Zeit zu wechseln, aber dann, dass einfach die Kinder haben dann überhaupt keine Luft mehr. Und alle wundern sich dann, warum am Ende das aus nichts irgendwas wird, gell? Und ich glaube, das Allerwichtigste wäre mir, und jetzt auch die mich auch, aber ich bin schon ein bisschen weiter fortgeschritten in meiner Lebensbiografie, bin seit 8 Monaten Opa. Und dann habe ich mal mit meiner Tochter geredet und gesagt, was war dir denn das Wichtigste oder was ist denn das Wichtigste von mir? Und dann hat sie gesagt, was, ihr seid immer hinter mir gestanden, ganz egal, was ich gemacht habe. Und das war keine einfache Tochter, sage ich jetzt auch. Aber sie ist sehr brav, aber sie war nicht immer so. Und es war für mich zum Beispiel damals so wie eine Musikerfamilie. Und mit 15 hat die andere Tochter gesagt, Geige ist schön, aber nicht mehr für mich. Und das war für uns schon ein Wahnsinnsthema, gell? Das jetzt einfach zu akzeptieren, dass die Tochter mit Musik jetzt nichts mehr machen wird. Und das dann einfach anzunehmen und zu sagen, okay, wie es ist gut. Das ist nicht einfach. Das ist ganz schwierig, also für mich wirklich schwierig, aber einfach zu sagen, okay, ganz egal, was passiert, wir sind da. Ob du das dann nimmst oder nicht, das ändert sich mit Lebensalter. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich nämlich in jedem Elternteil auch grundgelegt. Das brauche ich nicht lernen, das weiß ich. Es wird nur ganz oft überlagert, weil ich keine Zeit habe, weil ich im Beruf stehe, weil ich auch unter Umständen und so, also wir haben ganz viele Familien jetzt, die einfach auch finanzielle Probleme haben. Gell? Also das wäre mir eigentlich das Allerwichtigste, das ist banal im Grunde genommen. Gernot, welche Eltern wünschen? Als Schuldirektor bin ich schon manchmal mit Anrufen konfrontiert von besorgten Eltern, die sich Sorgen machen, vor allem um den Lernerfolg ihrer Kinder, und ich habe das Gefühl, es ist nicht notwendig. Und viele Sorgen, die man sich macht, sind natürlich, weil sie Eltern halt sorgen, aber inhaltlich ist es nicht so dringlich. Aber immer wieder Kinder, die dann fragen, du, deine Eltern wollen unbedingt ein Elterngespräch zu dem und dem Thema, und braucht man das? Und das Kind sagt, ja, ich nicht, meine Eltern schon. So. Das kommt immer wieder vor, und ich glaube, man kann sich ruhig weniger Sorgen machen oder sich zumindest daran erinnern. Und ich finde da an diesem Ort auch, ich finde es ganz angenehm, wenn man gläubig ist, weil manchmal nutzt als Eltern einfach nur mehr beten und alles andere bringt nichts und man kann es lassen. Also Gelassenheit, Aufmerksamkeit, Zeit, das hören wir hinaus. Gut, zum Abschluss vielleicht noch ein Statement. Jetzt sage ich jetzt, wir haben jetzt über was es braucht in Zukunft und was sich anbahnt und was schon an positiven Beispielen und an positiver Entwicklung Sie anstoßen und beobachten können. Bildung und Schule 2046, in 25 Jahren sozusagen. Eine Hypothese zum Abschluss, Sie sind ja auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Eine Hypothese zum Abschluss. Ja, was glauben Sie, was wird bleiben? Was wird es nicht mehr geben? Was wird neu sein? Sie können eine Sache herausnehmen. Wir bilden Hypothesen und
treffen uns dann in 25 Jahren wieder. Frau Haas. Ja, da müssten wir jetzt die Glaskugel bemühen. Ja. Ja, was wird in 25 Jahren sein? Ich denke mir, es wird weiterhin so sein, dass die Kinder uns in ihrer Subjektivität herausfordern, dass das aber sich lohnt, da dran zu bleiben. Und das bedingt auch wieder, dass wir selber auch spontan sind und auf neue Dinge eingehen und dass man ja, dann eben vielleicht als Großeltern eben das noch einmal miterleben und sehen, wie die Kinder eben mit Herausforderungen leben und gut leben auch. Das ist jetzt nicht neu, aber das ist sicher auch dann das Neue, also in dieser Subjektivität zu bestehen. Herr Hoffmann. Ja, mir fällt das natürlich auch schwer, da jetzt irgendwie eine Hypothese abzugeben und das irgendwie hochzurechnen, was in Zukunft sein wird. Weil wenn ich mir das wünschen dürfte, dann wäre für mich ein entscheidender Punkt tatsächlich die Frage der Leistungsbewertung in der Schule, dass sich da was grundlegend wandelt, dass man wegkommt von den standardisierten Bewertungen, hinkommt eher zu individualisierten Bewertungen, aber eben auch zu kooperativen Formen der Bewertung. Also das, was vorhin schon angesprochen wurde, dass man irgendwie auch, wenn man Teamarbeit wünscht, wenn man sagt, die Vernetzung ist in unserer Gesellschaft irgendwie ein grundlegendes Moment auch von Digitalisierung, Globalisierung und anderen neuen Formen des Zusammenwirkens der Menschen, dann muss eigentlich das auch in der Schule entsprechend eine Rolle spielen und dann muss man da einfach an anderen Formen auch der Leistungsbewertung, damit auch der Anerkennung von individuellen Entwicklungs- und Lernwegen irgendwie ansetzen. Ich befürchte, dass mir die Frage zu komplex ist, wobei ich immer so diese Begriffe so amüsant finde, Zukunftsforscher, empirische Zukunftsforschung wirklich durchzuführen, finde ich spannend, wie man das macht. Aber ich glaube eher, was sein wird, es wird nach wie vor Kinder geben, die was entdecken wollen, die forschen wollen, die einfach wissen wollen, wie die Welt funktioniert. Das wird bleiben. Das liegt in den Genen des Menschen. Und glaube ich, über das freue ich mich. Und es wird Pädagoginnen und Pädagogen brauchen. Und es werden keine Maschinen sein können, die ganz einfach mit diesen Kindern arbeiten. Und darum herum wird sich eine Welt zeigen, die wir, glaube ich, nicht wissen. Ich glaube, dass wir sicher nicht mehr mit dem Auto in die Arbeit fahren werden, da wird es andere Möglichkeiten brauchen und Schulhäuser werden wir nicht mehr mit Öl heizen. Das sind dann wieder so die einfachen Dinge. Aber ansonsten, und ich glaube auch, dass es wesentlich weniger Social Medias geben wird, weil das ist in Wirklichkeit jetzt, glaube ich, definitiv überhitzt. Und gerade diese ganzen Dinge, die jetzt auf WhatsApp, auf die Instagram und so passieren, das, glaube ich, wird eine sehr kurzlebige Zeiterscheinung sein, die sich relativ rasch einpendeln wird. Und darüber wäre ich schon froh, weil da passiert momentan ganz, ganz viel, was wirklich auch man als schlimm bezeichnen könnte. Da wird gemobbt, da wird alles Mögliche getan. Und es gibt da sehr wenig Möglichkeiten. Also das, glaube ich, wird sich aber wieder einbinden. Da bin ich durchaus ein Optimist. 25 Jahre, mir gerade gedacht, ihr seid eine Ausnahme, denke ich, aber ich bin sozusagen vor 35 Jahren genau in der Position gewesen meines Sohns. Und da merke ich, dass 35 Jahre für den Wandel offenbar nicht Zeit genug war. So, das lasse ich jetzt mal so stehen. Also manche Aussagen, die mein Sohn da von der Schule mitbringt, von Lehrern, haben gesagt, ja, das haben meine Lehrer vor 35 Jahren auch so gesagt. Ja. Gut, aber trotzdem, sozusagen nichtsdestotrotz, kann es ja nicht sein, dass wir ohne die Hoffnung leben, dass das Wandel doch passieren kann, auch im Regelschulwesen und auch in den Gymnasien.
Und also ich denke, unter Zwangwandel haben wir jetzt in den letzten eineinhalb Jahren natürlich bemerkt, dass ich, wenn ich was verändern muss, dass sich tatsächlich auch Dinge verändern. Das wird sich noch herausstellen, was davon zum Besseren war, was zum Schlechteren. Das wird man erst in Zukunft sehen, was davon an Guten bleibt. Was ich hoffe, ist, dass wir eine Schule haben, wo die Schülerinnen und Schüler ganz stark an den Lehrpersonen lernen, wie Kooperation geht, wie eine Orientierung an einem Menschenbild, sei es humanistisch oder christlich, also jedenfalls an einem Menschenbild, das an der Würde des Menschen festhält. Sozusagen das hoffe ich, dass das immer stärker wird. Also ich denke, um mir selber zu widersprechen, es ist ja nicht so, dass alle Lehrer genauso sind wie die Lehrer vor 35 Jahren. Es hat auch vor 35 Jahren sehr, sehr unterschiedliche Lehrer gegeben, selbstverständlich, und jetzt auch. Dass sozusagen diese Lehrkräfte, diese Lehrpersonen mehr werden, die an denen die Kinder dieses gute Menschenbild, die Kooperation, das Füreinander-Dasein, das aufeinander angewiesen sein, wie sie das auch wirklich leben. Nicht unterrichten, sondern das Leben. Gerne, in 25 Jahren. Entschuldigung, ich bin schon bei den 35. Man kann natürlich da. Was wünschst du dir? Bei äußeren Dingen raten, aber bei den Wünschen kann man sehr konkret sein. Ich habe schon zuerst gesagt, dass ich an manchen Stellen eine sehr positive Entwicklung sehe. Wo es für mich eindeutig ist, ist, dass die Gewaltkurve sinkt. Es gibt immer weniger Gewalt in unserer Gesellschaft, auch in der Schule. Wo die Kurve nicht so stark sinkt, ist bei der Angst. Ich merke immer wieder, dass die Angst sehr stark präsent ist bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen. Und da wünsche ich mir, dass auch diese Kurve stärker sinkt. Und dass man auch genauer darauf hinschaut, wo die Strukturen selber Angst verursachen, wo es auch nicht notwendig ist, dass man Kinder verängstigt, etwas nicht zu schaffen oder etwas nicht leisten zu können, dass man das herausnimmt, sodass diese Kurve auch stärker sinkt. Und die Gewaltskurve kann natürlich auch noch ein bisschen weiter runtergehen und dann werden es 25 tolle Jahre, die vor uns liegen. Fein. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Gedanken, für die Diskussion jetzt am Ende des Schuljahres und am Ende sozusagen auch des Betreuungsjahres in den Sommer zu starten und dann hoffentlich auch in ein unbeschwerteres neues Schuljahr. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart und mit uns einen Blick in die Zukunft gemacht habt. Wir werden die Zukunft des Verein Brückenpfeilers mit Kinderkrippe, Kindergarten und Schule gemeinsam gestalten. Da sitzen ganz viele Leute herinnen, die ihren Beitrag dazu leisten. Und wir freuen uns auf das, was jetzt auch kommt. Und wir freuen uns dann darauf, wenn wir im Herbst dann, wann wird das sein? 15. Oktober. Am 15. Oktober, genau. Das Friedenskonzert hoffentlich dann hier herinnen mit vollem Haus und Kindern nachholen können. Und da wäre schön, wenn wir uns sozusagen dort wieder sehen. Fein, dass ihr da wart und ja, einen schönen Abend. Ja. Dürfte ich noch einen schließenden Satz sagen? Ja, bitte. Und zwar, ich habe heute Nachmittag mit dem Herrn Bildungsdirektor gesprochen. Wir möchten uns sehr herzlich bedanken für die Arbeit an der Montessori-Schule. Im Verein Brückenpfeiler. Ich war ja jahrelang auch direkt als Landesschulinspektor für die Inspektionen, das Wort höre ich nicht so gern, aber zuständig, es war halt damals auch so. Wir schätzen diese Qualität, wir bewundern auch im Übrigen jede Privatschule, die sich erhalten kann. Wir wissen, dass das unglaublich finanziell schwierig ist, mit Opfern verbunden ist, wo das öffentliche Schulwesen gar nicht weiß oft, welche Probleme da vorliegen. Und wir gratulieren sehr herzlich zu diesen 25 Jahren und wünschen natürlich viele, viele weitere Jahre und
ich persönlich, und das gilt auch für den Herrn Bildungsdirektor, Privatschulen wie die Montessori-Schule, es gibt auch noch andere, die beleben auch das öffentliche Schulwesen. Wir hätten nie diesen Fortschritt gemacht in offenen Lernformen, in vielen Dingen, wenn es nicht eben auch einfach solche Schulen gäbe, die das leben, die das zeigen, und dafür dürfen wir uns bedanken und freuen uns auf weitere gute Zusammenarbeit. Dankeschön. Danke. Wertschätzenden Worten wünsche ich uns jetzt einen schönen Abend. Danke. Danke.